Vor kurzem war Lindau Mittelpunkt der deutschen Gesundheitspolitik. Denn die Gesundheitsminister der Bundesländer und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn haben sich im Bayerischen Hof hier hinter mir zur Gesundheitsministerkonferenz getroffen. Aber man muss auch dazu sagen, dass Lindau selber mit der Corona-Lage ordentlich zu kämpfen hat. Denn der Impffortschritt läuft nur schleppend. Und die Ampel ist wie in ganz Süddeutschland auf dunkelrot. Wie es jetzt mit dem Impfen im Landkreis Lindau weitergeht, sehen Sie jetzt in unserem Landkreismagazin vom Westallgäu bis zum Bodensee. Die Corona-Lage in Bayern verschärft sich aktuell von Tag zu Tag. Mit dem Landkreis Rottal-Inn hat die erste Region bei der Inzidenz bereits die 1000er-Marke überschritten. Die Intensivstationen im Freistaat sind an ihrer Belastungsgrenze und komplett gefüllt. Im Landkreis Lindau am Bodensee sind die Intensivstationen Stand 11. November zu 90% ausgelastet. Bei der Inzidenz bewegt sich der Landkreis aber noch in den unteren Regionen. Trotzdem spitzt sich die Lage laut Dr. Klaus Adams, dem Leiter der Lindauer Impfzentren, immer mehr zu. Deswegen will der Landkreis mit den Impfungen jetzt nochmal durchstarten. Also es ist so, wir haben jetzt die Impfungen Stück für Stück hochgefahren wieder und wollen auch, nachdem eine Kostenzusage da ist, auch das Impfzentrum in Lindenberg wieder reaktivieren. Und es ist im Augenblick so, dass zunehmend Nachfragen ist, sowohl nach Grundimmunisierungen als auch nach der sogenannten Auffrisch- oder Boosterimpfung. Aufgrund zu hoher laufender Kosten wurde das Lindenberger Impfzentrum vor einigen Monaten geschlossen. Damit war im Landkreis nur noch ein Impfzentrum vorhanden. Jetzt soll es wieder hochgefahren werden. Dafür sucht der Landkreis aktuell nach Mitarbeitern. Dr. Klaus Adams, der daneben dem Lindauer auch das Lindenberger Impfzentrum leiten wird, hält die Wiedereröffnung für die richtige Entscheidung. Ja, das ist ein bisschen rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Es war ja doch eine geringe Nachfrage da zum Ende des Sommers, sodass also auch die Kosten des Impfzentrums in Betracht gezogen werden mussten. Nachdem jetzt eben die Corona-Lage sich wieder verschärft hat, ist es sicherlich sinnvoll, dieses Impfzentrum auch zur Entlastung der niedergelassenen Ärzte im oberen Landkreis zu aktivieren. Eine Entlastung des Impfzentrums in Lindau erwartet Adams deswegen aber nicht. Vielmehr soll jetzt das Impfangebot allgemein erweitert werden. Sowohl für Booster als auch Erstimpfungen. Dieses Thema wurde auch auf der Gesundheitsministerkonferenz in Lindau angesprochen. Also es ist so, dass da nochmals der Aufruf verstärkt worden ist, sich impfen zu lassen. Und ich halte es also wirklich auch nicht mehr mittlerweile für eine Privatentscheidung, sondern das ist eine Entscheidung, die mir für die ganze Gemeinschaft, für die ganzen Mitmenschen trifft. Und deswegen kann ich nur nochmals appellieren an alle, die bisher noch nicht geimpft sind, sich impfen zu lassen. Sie tun damit wirklich was Gutes. Hierbei denkt Adams auch an die Boosterimpfungen. Die werden aktuell bereits im Lindauer Impfzentrum angeboten und waren ein Mitgrund für die Entscheidung, das Impfzentrum in Lindenberg wieder hochzufahren. Ganz sicher, weil man gesehen hat, dass eben nach einem halben Jahr gerade bei den älteren oder den vorerkrankten Personen die Impfwirkung nachlässt. Und deswegen ist es jetzt so, dass wir die Boosterimpfungen anbieten und die auch gut angenommen werden von denen, die jetzt in dem Fall vor einem halben Jahr oder also sprich April und Mai geimpft worden sind. Um den Impffortschritt voranzutreiben, möchte Elmar Stegmann, der Landrat des Landkreises Lindau, das Angebot nicht nur um das Impfzentrum in Lindenberg erweitern. Es soll auch noch ein Impfbus kommen, der den Impfstoff zu den Menschen bringt. Solche Angebote sind aufgrund der aktuellen Lage im Landkreis sehr wichtig. Wegen der schwierigen Situation wurde bereits Anfang November der Krisenstab einberufen. Herr Stegmann, Sie haben den Krisenstab hier in Lindau einberufen. Wie schlimm ist denn die aktuelle Lage im Landkreis?
Die Lage entwickelt sich bei uns zunehmend dramatischer. Wir haben gestern den höchsten Anstieg an Neuinfektionen gehabt seit Beginn der Pandemie überhaupt. Und das beunruhigt uns natürlich sehr stark, zumal gleichzeitig auch die Belegung der Krankenhäuser ansteigt und insbesondere dort auch der Intensivstationen. Allein diese Woche sind leider 2 Patienten auf der Intensivstation an ihrer Corona-Infektion verstorben. Und deswegen gilt es jetzt darum, alle Maßnahmen zu ergreifen, diese Pandemie weiter einzudämmen. Wie ist denn die Verteilung des Impfstatus bei den Covid-Patienten auf der Intensivstation? Ja, man kann sagen, dass bayernweit 90% der Corona-Patienten auf der Intensivstation nicht geimpft sind. Bei uns im Landkreis sind es etwa 80%. Generell, wie läuft denn der Impffortschritt hier im Landkreis Lindau? Es ist leider in der letzten Zeit etwas schleppend gewesen. Es gibt immer noch genügend Menschen, die sich noch nicht für eine Impfung entscheiden können. Deswegen ist auch mein herzlicher Appell, diese Impfangebote, die wir machen, jedem Bürger im Landkreis machen, unbedingt anzunehmen. Es gibt nach wie vor die Möglichkeit, sich im Impfzentrum oder bei vielen Sonderimpfaktionen vor Ort impfen zu lassen. Oder ganz aktuell findet eine Impfaktion im Impfbus am Lindauer Hafen statt. Auch am morgigen Freitag kann man sich dort impfen lassen. Deswegen die herzliche Einladung, wer sie noch nicht hat entscheiden können, möge das bitte annehmen. Man schützt mit einer Impfung sich selbst, aber auch andere. Das Impfzentrum in Lindenberg wurde ja geschlossen. Warum? Wir mussten es leider vorübergehend stilllegen, nachdem der Freistaat Bayern erklärt hat, es wird nur noch ein Impfzentrum pro Landkreis finanziert. Wir hatten das große Glück, dass wir 2 Impfzentren im Landkreis betrieben hatten, in Lindau und in Lindenberg. Nachdem dann das Lindenberger Impfzentrum geschlossen werden musste, haben wir uns dafür entschieden, im Westallgäu insbesondere mit mobilen Impfteams vor Ort in jeder Stadt, in jeder Gemeinde Sonderimpftermine anzubieten. Die sind auch gut angenommen worden. Aber wenn jetzt die Nachfrage nach Impfungen weiter zunehmen sollte, wenn wir jederzeit in der Lage, das Impfzentrum in Lindenberg innerhalb von wenigen Tagen wieder in Betrieb zu setzen. Also würden Sie wirklich sagen, es wäre eine Option, das Lindenberger Impfzentrum wieder hochzufahren? Genau, das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Die Räumlichkeiten stehen uns nach wie vor zur Verfügung. Und deswegen, wenn der Bedarf sich ergeben sollte und auch die Finanzierung sichergestellt ist, könnten wir dort wieder innerhalb von wenigen Tagen mit dem Betrieb starten. Wie verändert denn die Schließung in Lindenberg die Arbeit im Lindauer Impfzentrum? Das hat keine Auswirkungen, weil wir in Lindau nach wie vor unseren ganz normalen Betrieb fahren und im Westallgäu eben Sonderimpftermine anbieten. Insofern, jeder, der eine Impfung haben möchte, kann die bekommen. Im Übrigen ja nicht nur in den Impfzentren, sondern die Hausärzte ihrerseits bieten ja ebenfalls Impfungen an. Also insofern gibt es da überhaupt keine Nachteile. Jeder, der will, kann bei uns im Landkreis geimpft werden. Natürlich ist auch die generelle Frage, wie geht es denn mit dem Impfen im Landkreis Lindau weiter? Was sind die nächsten Schritte, die Sie anstreben? Ich werde jetzt alle Menschen über 70 in den nächsten Wochen anschreiben und sie einladen zu einer Auffrischungsimpfung. Es besteht jetzt die Möglichkeit der sogenannten Boosterimpfung oder Auffrischungsimpfung. Die Menschen, die also vor 6 Monaten ihre 2. Impfung erhalten hatten, wenn sie mit den Impfstoffen von BioNTech oder Moderna geimpft worden sind oder auch AstraZeneca, können dann ihre 2. Impfung erhalten. Genauso die Menschen, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden, da gab es ja nur eine Impfung, die können ebenfalls eine Auffrischungsimpfung erhalten. Und wir werden also beginnen mit den ältesten Menschen. Wir haben bereits in den Pflegeeinrichtungen begonnen und werden jetzt den Menschen über 70 ein Impfangebot unterbreiten. Jetzt steht ja die Gesundheitsministerkonferenz hier in Lindau vor der Türe. Werden Sie sich da auch Inspirationen holen, wie es hier weitergehen kann? Ich werde einen Appell richten an den Bundesgesundheitsminister, aber auch an die anderen Gesundheitsminister der Länder. Einen Appell in zweifacher Hinsicht. Mir wäre es wichtig, dass wir zu einheitlichen Regeln kommen. Wir leben hier ja an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg und wir erleben es jetzt seit 1,5 Jahren in der Pandemie, dass von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Regeln gelten. Das macht es für die Bürger vielfach unverständlich. Es führt zu Nachfragen, auch vielfach zu Kritik. Und deswegen wäre meine herzliche Bitte an die Gesundheitsminister, es zu schaffen, in Deutschland jetzt nach 1,5 Jahren Pandemie wenigstens eine Einheitlichkeit der Regeln herbeizuführen. Und mein zweiter Appell wäre, schaut auf die Krankenhäuser, schaut auf die Pflegekräfte. Die sind an der Grenze der Belastbarkeit anbelangt. Seit 1,5 Jahren kämpfen sie an der Corona-Front in erster Reihe. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Pflege stärken, die Pflege unterstützen, bessere Arbeitsbedingungen schaffen in der Pflege, aber auch eine bessere Bezahlung. Und das möchte ich den Gesundheitsministern mit auf den Weg geben. Herr Stegmann, vielen Dank. Gerne. Die Boosterimpfungen werden mittlerweile in ganz Deutschland angeboten. Durch sie soll der gesamte Impfschutz verbessert und die Lage entschärft werden.
Bei diesen Auffrischimpfungen können sich bereits Geimpfte ein weiteres Mal impfen lassen. Die Boosterimpfungen sind für alle 6 Monate nach der letzten Impfung möglich. Allerdings ist sie im Moment nur für bestimmte Personengruppen empfohlen. Also Boosterimpfungen bekommen erstmal alle über 70-Jährigen, dann Patienten mit Immunschwäche oder mit Chemotherapie zum Beispiel und dann eben auch Patienten, oder Personal in den Pflegeeinrichtungen, in den Krankenhäusern, die haben jetzt einen Anspruch auf diese Boosterimpfung. Und was auch noch empfohlen wird, ist eben, da man gesehen hat, dass die Impfung von Johnson & Johnson nicht so gut gegen die Delta-Variante wirkt, dass man denen auch eine Auffrischimpfung, das in dem Fall eine zweite Impfung wäre, gibt. Das Angebot der Boosterimpfung in Lindau gilt aber aktuell nur für Bewohner des Landkreises. Baden-Württemberger können im Impfzentrum keine Auffrischungsimpfung erhalten. Der Landkreis möchte zuerst die eigenen Bewohner versorgen. Einen großen Andrang auf die Boosterimpfungen in Lindau gibt es bisher aber noch nicht. Also wir können im Augenblick noch nicht von einem wirklichen Ansturm sprechen. Ja, wir haben in der Regel so 40 bis 70 Auffrischimpfungen am Tag. An den Impftagen nachmittags im Impfzentrum in Lindau. In Lindenberg wird durch die Wiedereröffnung des Impfzentrums aktuell daran gearbeitet, dass die Zahl der Boosterimpfungen steigt. Bis dort der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, wird es aber noch ein bisschen dauern. Aus Sicht von Dr. Klaus Adams wird es sich aber lohnen, denn ein breites Angebot für Auffrischungsimpfungen ist laut ihm ein wichtiger Schritt. Ich finde das gut, dass das gemacht wird. Das ist ja nicht die einzige Impfung, die Corona-Impfung, die eine Booster-Impfung kennt, sondern es gibt ja verschiedene andere Impfungen, die im üblichen Impfprogramm drin sind, die auch geboostert werden oder nach bestimmten Abständen geboostert werden. Der allgemeine Impfschutz und der Schutz gegen die ansteckendere Delta-Variante werden durch eine Booster-Impfung bei allen Impfstoffen verbessert. Deshalb hatte sich auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf der Gesundheitsministerkonferenz in Lindau klar für eine Boosterimpfung ausgesprochen. Boostern nach 6 Monaten sollte die Regel werden, nicht die Ausnahme. Das gilt, wie gesagt, insbesondere für Ältere, für Menschen mit Vorerkrankungen, für medizinisches und pflegerisches Personal. Ich bin dankbar, dass wir uns einig sind, dass die Praxen, die Arztpraxen, der niedergelassene Bereich dabei natürlich eine wichtige Rolle hat, aber es eben auch Angebote der öffentlichen Hand braucht, Impfstellen, Impfbusse, oder Impfzentren, wo eben angesichts der großen Zahl, wir können das ja rechnen, wer vor 6 Monaten geimpft wurde, die Zahl wächst jetzt immer weiter hoch, weil wir ja April, Mai, Juni auch immer mehr Geschwindigkeit bei den Erst- und Zweitimpfungen haben entwickeln können. Und dann brauchen wir zusätzlich zu den Arztpraxen eben auch die öffentlichen Angebote. Und ich bin dankbar, dass das Konsens ist. Diese Angebote will der Landkreis Lindau jetzt nach und nach schaffen. So soll die angespannte Situation im Landkreis verbessert und das medizinische Personal auf den Intensivstationen entlastet werden. Die Lage im Landkreis Lindau ist also weiterhin angespannt und die Ärzte appellieren an alle, sich impfen zu lassen. Und damit war es das auch schon wieder von unserem Landkreismagazin vom Westallgäu bis zum Bodensee. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.